Willkommen an diesem ersten Weihnachtsfeiertag bei kurzen Heute-Nachrichten. Und die beginnen wir mit der Mahnung des Bundespräsidenten, dass man 30 Jahre nach dem Fall der Mauer Einheit, Freiheit und Demokratie nicht als selbstverständlich nehmen dürfe. Wir brauchen die Demokratie, sagte Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache, aber vor allem brauche derzeit die Demokratie uns. Wie er das meint, dazu Frank Buchwald. Mehr miteinander reden, auch mehr streiten. Dazu hatte der Bundespräsident zu Weihnachten vergangenen Jahres aufgerufen. Heute stellt er fest, das sind sehr politische Zeiten, in denen wir leben. Und von zu wenig Meinungsfreiheit kann in meinen Augen nicht die Rede sein. Ganz im Gegenteil, so viel Streit war lange nicht. Vor allem der Streit ums Klima habe die politische Debatte bestimmt. Weiteres Thema: Hass im Netz. Der Bundespräsident ermutigt zum Widerspruch. Auf jeden Einzelnen komme es an. Sie entscheiden, ob die krassesten und lautesten Parolen mit immer neuen Klicks belohnt werden oder ob sie auf Fakten, Vernunft und bessere Argumente setzen. Tief eingeprägt habe sich ihm vor allem ein Bild. Eine mächtige, dicke Tür aus Holz und Eisen. 20 Schüsse hat sie abbekommen. Die Eingangstür der Synagoge von Halle nach einem Anschlag im Oktober. Diese angegriffene Eingangstür zur Synagoge, sie steht in meinen Augen für noch mehr. Sie steht auch für uns. Demokratie brauche keine Helden, sagt Steinmeier. Auch 30 Jahre nach dem Mauerfall aber gelte es, sie täglich zu verteidigen. Jetzt leben wir seit 30 Jahren in Einheit, Freiheit und Demokratie. Nur nehmen wir das bitte nicht als selbstverständlich. Wir brauchen die Demokratie, aber ich glaube, derzeit braucht die Demokratie vor allem uns. Nachdenkliche Worte des Bundespräsidenten und ein Auftrag an alle, nicht nur zur Weihnachtszeit. Komplett gibt es die Weihnachtsansprache gleich zu sehen, direkt nach diesen Nachrichten. Wie die Ansprache des Bundespräsidenten ist auch der Segen des Papstes in Rom Weihnachtstradition, den er vom Petersdom aus den Gläubigen in aller Welt spendet. In seiner Ansprache ging Franziskus vor allem auf das Schicksal der Migranten ein, die ihr Leben auf der Flucht riskierten. Und er bat um Schutz für sie. Annette Hilsenbeck. Bei strahlendem Sonnenschein sind Zehntausende auf den Petersplatz gekommen, um gemeinsam mit Papst Franziskus Weihnachten zu feiern und Urbi et Orbi zu empfangen, den Segen für die Stadt und den Erdkreis, der besagt, dass alle Sünden vergeben werden. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. In seiner Weihnachtsbotschaft spricht der Papst besorgt über Krisen und Konflikte in Südamerika, Afrika und im Nahen Osten, mahnt die Nationen, sich um Frieden zu bemühen und bittet inständig um Schutz für Migranten. Es ist die Ungerechtigkeit, die sie dazu zwingt, Wüsten und Meere, die zu Friedhöfen werden, zu überqueren. Und es ist die Ungerechtigkeit, die sie abweist von Orten, wo sie Hoffnung auf ein würdiges Leben haben könnten und wo sie auf eine Mauer von Gleichgültigkeit stoßen. Die Gläubigen nachdenklich und bewegt von den Worten des Papstes. Es ist absolut wichtig, dass wir uns im Klaren sehen, dass wir was machen müssen für den Weltfrieden und dass wir helfen müssen gegenseitig. Wir sind alle gleich. Das ist eine der wichtigsten Aussagen, die es gibt. Die Liebe ist das Wichtigste. Das ist die Botschaft. Am Ende der Papst fast leutselig. Er wünscht guten Appetit. Buon pranzo natalizio e arrivederci. Eine Weihnachtsfeier, deren intensive Botschaft bei den Besuchern angekommen ist. Die gesetzlichen Krankenkassen werden 2019 wohl erstmals seit 4 Jahren wieder Verluste machen. Und zwar mehr als 1 Milliarde Euro. Das sagte die Verbandschefin der Krankenkassen, Doris Pfeiffer, der Funke Mediengruppe. Im vergangenen Jahr hatte es noch ein Plus von 2 Milliarden gegeben. Grund seien auch neue Gesetze, wie das zur Stärkung des Pflegepersonals. Ab 2021 könnte es deshalb zu höheren Zusatzbeiträgen kommen. Nach Afrika. Dort sind bei Terrorangriffen in Burkina Faso mehr als 100 Menschen getötet worden, darunter Dutzende Zivilisten.
Laut Behörden griffen dschihadistische Kämpfer die Stadt Arbinda an, die im Norden des Landes liegt. Außerdem einen nahegelegenen Militärstützpunkt. Die Hintergründe sind bislang unklar. In Australien wüten weiter schwere Waldbrände und eine Entspannung der Lage ist vorerst nicht in Sicht. Besonders betroffen ist der Bundesstaat New South Wales im Südosten des Kontinents, in dem auch die Metropole Sydney liegt. Die Feuerwehrleute kämpfen in Sonderschichten gegen die Flammen. Sie erleben ein Weihnachtsfest im Ausnahmezustand, wie David Sauer berichtet. Jingle Bells am Bondi Beach in Sydney. Einmal am Strand Weihnachten feiern, vor allem für Touristen, etwas ganz Besonderes. Aber Festtagsstimmung kommt kaum auf. Zu nah, zu real ist die Gefahr durch die Brände, die sich ein paar Kilometer entfernt durch die Hügel fressen. Die Feuer machen keine Pause, also machen auch die Feuerwehrleute keine. Das alles hört ja nicht einfach auf, nur weil Weihnachten ist. Also müssen viele von uns auch heute ran und die Brände überwachen. Immerhin, auf der Wache gibt es ein paar Aufmerksamkeiten von Helfern. Das ist doch das Mindeste, was man in dieser Situation tun kann. Ich habe für die Helden ein paar Dutzend Cupcakes gemacht. Wind, Hitze, extreme Dürre, seit Wochen geht das so. Eine Fläche größer als die Schweiz ist schon verbrannt. An Heiligabend gab es nördlich von Sydney die ersten Schauer seit Monaten. Aber Meteorologen geben keine Entwarnung. Nein, im Gegenteil sagen sie für die kommenden Tage bis zu 45 Grad und Trockenheit voraus. Sie fürchten nun, dass sich zwei Brände vor der Stadt zu einer gewaltigen Feuerwand vereinigen. Schlechte Nachrichten zu Weihnachten. Schnitt. Wer Lotto gespielt hat, der hofft jetzt wohl auf ein besonderes Weihnachtsgeschenk. Hier sind die Glückszahlen. Die Gewinnzahlen lauten 17, 22, 33, 36, 41, 47 und die Superzahl 2. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Und wir haben noch das Wetter für den zweiten Weihnachtsfeiertag. Da überwiegen die Wolken. Im Osten kann es vereinzelt auch Schauer geben. Etwas Sonne zeigt sich vor allem ganz im Norden und südlich der Donau. Die Temperatur zwischen 3 und 8 Grad. So viel von uns für den Moment. Um 11:15 gibt es noch mal Spätnachrichten. Und hier geht es jetzt weiter mit der Ansprache des Bundespräsidenten. Ich verabschiede mich bis morgen und wünsche im Namen der gesamten Heute-Mannschaft frohe Weihnachten.